Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir mit Part 3 angefangen, mit den Bösewichten. Es war Whole Horse und Vanilla Ice. Und jetzt sind wir in Episode 7, wo wir zum ersten Mal Dio starten können. Geil. Schön. Wenn ich erst den Kampf machen, dann gegen Joseph und dann gegen Jotaro. Würde ich sagen. Ah, ne, Polnareff kommt ja auch noch, ne? Ah, ja, super. Gut, dann. Weiß nicht. Den Kampf Iggy gegen Polnareff habe ich noch nicht gemacht. Mache ich dann irgendwann in Zukunft. Später. Gut, ne? Ja, ich will erstmal. Ich muss es. Da wirst du jetzt nicht die ganze Zeit spammen, oder? Oh nein, da komme ich gleich vorbeigefahren. Das sah geil aus, wie ein Auto jetzt da war. Oh, sehr gut. Jetzt nur wissen, wie man The World einsetzt. Ah, cool. Es Steel. So, setzt seinen Emerald Splash ein. Oder auch nicht. Naja. Ding. Schachmatt. Bad. Sehr schön. Bams. Sehr schön. So. Schön sogar. Im Sprung sie das Teil schaut. Ja, da kann er eigentlich auch Blut irgendwie saugen. Mal gucken, was der so ohne Stand machen kann. Du hast mich abgeschossen, während ich im Auto war oder versucht anzugreifen in der Serie. Sehr schön. Aber Dio macht auch Bock. Du hast mich gesehen, nackt, aua, als ich in der Dusche war. Hier mit ein geht dann blockt nicht, ne? Dann null. Hey, meine Hartanzeige fühlt sich die ganze Zeit. Ich dachte, meine Gesundheit fühlt sich nur. Schachmatt. Bad. Boah, perfekt. Genau wie in der Serie. Oh, ah, schön, das macht Spaß. Er ist wenigstens benutzerfreundlich. Auch wenn er mir ein bisschen broken vorkommt, der Typ.
So, dann kommt jetzt. Ja. Ich doch die beiden machen können eigentlich. Davor kam ja noch Joseph. Kämpfen mal gegen Joseph. Oh, das fühlt sich sogar alles, ey. Was mache ich in dem Pack alles schaffen hier mit Dio? Verstehen nur nicht, warum sie aus diesem Kampf, wo Polnareff hier Dio angegriffen hat, so einen Zwei-Part-Kampf gemacht haben. Wenn sie ruhig einen Part machen können, irgendwie. Beim Bachelhorst war es ja auch so. Zavaro. Okay. Ich weiß aber ein Konter, ne? Na gut, macht er den Angriff, als er. Der kann Harmon-Atem, seit wann das? Wollte ich gar nicht machen. Mann. Aua, ich bin ausgerutscht. Wie zum Teufel. Was mache ich damit eigentlich? Komm her. Der macht mir ja echt noch Schwierigkeiten. Hey, wieder rennt noch so. Habe ich gar nicht gemerkt, als ich den gesteuert habe. Na, guck mal her. Zavado. Time Stop. Als sogar der Timer nicht runtergeht, der Schaden auch noch nicht ausgeteilt wird. Das ist doch geil. Da war Overkill. Ja, die super stärkste Attacke vom wahrscheinlich bekanntesten Bösewichten aus dem JoJo-Universum. Was macht er? Nimmt von einem Bulldozer und schmeißt ihn auf ein. Wer macht denn sowas? Hey, da sind ja die Typen. Die kann ich gar nicht, verdammt. Ich sollte einmal noch The World einsetzen. Okay, ich laufe auf ihn zu und. Okay. Oh! Da macht er also. Naja, ich glaube, ich brauche zwei mindestens. Verdammt. Ah ne, ich darf nicht den Stand raus haben, ne? Ah. Ich glaube einfach darüber. Bam. Time Stop. Was hat nur? Bams. Haben wir noch getreten? Ist doch geworden. Hallo? Und der Kampf war schon langsam. Hey. Man könnte meinen, die beiden haben auch irgendwie ein bisschen mehr miteinander agiert, aber gekannt haben die sich ja eigentlich nicht in der Serie. Fand ich ein bisschen schade. Ein bisschen mehr Joseph Action. Aber der hat ja einen ganzen Part.
wo ich den dritten Part irgendwie am besten fand. Im vierten Part kommt er ja auf, boah. Aber da kann man den irgendwie abstempeln. Ich dachte irgendwie, der wird dann im vierten Part irgendwie auch mal so einen epischen, weiß ich nicht, irgendwas episches noch machen. Aber leider nicht. Schade. Die vorher immer schon Dio vorgelesen, die Titel. So, noch drei Kämpfe. Vielleicht schaffe ich das. Keine Ahnung. Vielleicht nicht ein bisschen rum experimentieren, sondern, weiß ich nicht, ein bisschen kämpfen. Halt, ist schon. Also, upsa. Ja, ich habe nur Vorteile. Ja, darauf warte schon. Bleib schön da beim Auto. Darf ich doch beeindrucken? Ich hab The World. Muss ganz bestimmt ein paar Messer auf den werfen. Ja. Bams. Om nom 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 nom. Gott sei Teufel. Oh ne. Out. Das kannst du doch noch gar nicht machen. Du hast mich angepisst. Ah, warte, 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 warte. Bim. Ja, toll, wenn ich den grab, dann verschwinden die raus. Okay, muss man ja auch ausprobieren mal. Ma. Wie, du wolltest mich auch graben. Ich glaube, Spinne. Komma. Oh mein Gott. Oh mein Dio. Zeitverschwendung. Get it. Komm, greif mich mal an. Bams. Voll überpowert der Angriff. So, was hast du mit mir gemacht, als ich Jotaro gespielt habe? Ich erinnere mich noch. Hier, was kriegst du heute in der Fresse? Ganz schön broken der Angriff, ne? Spam. Komm mal her. Na, jetzt ist er in der Luft. Da treffe ich dich nicht, Mann. Bams. Nein, ich hätte meinen Namen perfekt gehabt. Ja, meine Gesundheit regeneriert sich die ganze Zeit. Stimmt. Ich auch dran denken müssen. Da ist noch der Kampf gegen Polnareff, der irgendwie auch ein ganzer Kampf hier ist. Warum nicht? Ich verstehe immer nicht. Irgendwie hat Polnareff voll viel irgendwie eine Serie geschenkt bekommen, habe ich so das Gefühl. Ich
meine, er hat schon überlebt, das ist schon mal eins. Weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Polnareff hat viel zu viel Screentime gehabt. Im Gegensatz zu Aftol oder Kakyoin zum Beispiel. Fand ich ein bisschen doof. Holt er noch immer die Münzen, ja. Und jetzt stehen wir uns gegenüber. Was? So. Ah. Was? Ich hab doch gerade einen. Da, ich bin gerade vorbeigefahren. Hast du das nicht gesehen? Mal her. Jetzt Schachmatt. Checkmate. Bam. Ich bin halt so geil, wenn der das macht. Nein, spring rüber. Jawohl. Dachte wohl. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Mutter. Dachte wohl, ne? Ich komme einfach auf ihn zu, ne? Sehr schön. Bams. Ich hatte aber, kann ich eigentlich auch meine Spezialattacke machen, wenn ich die Zeit anhalte? Ja, war immer interessant zu wissen. Wenn ich erst so die Zeit anhalte, dann meine Spezialeinsätze. Ich will im nächsten Kampf herausfinden müssen. Hoffentlich. Das wäre geil. Oh, was? S. Niemand kann Dio bezwingen. In Caps. Ja, nur was ich diesmal gewinne. Mit Dio. Warum geht meine PS3 schon wieder so ab? Ist ja nur unter 50 Grad. Was unter? Wird auch kalt dann. Ich meine über 50 Grad. Ah. Die Fenster sind zu, weil irgendwie, keine Ahnung, die Vögel draußen ein Konzert geben, habe ich so das Gefühl. So, du hast keine Chance. Boah, ich weiß noch, wie stark der war, als ich gegen ihn gekämpft habe. Ich spalte meine Dinger. Wie wär's, wenn wir mal den hier machen? Jawohl. Oh, no, no, no. Ich meine, sehr schön. Und das Auto kommt auch noch. Ich muss aber wahrscheinlich das Schild gegen mich einsetzen, ne? Au. Mann, warum krieg ich das verkackte Schild nicht hin? Hier. Meine Güte. Voll der epische Kampf hier. Aha. Aber oh, oh. Ma, lass mich mal. Was machen?
The World. Und jetzt Bams. Bringt zwar irgendwie nichts, aber egal. Ich meine nicht größeren Schaden dadurch. Oh, schön. Nimm noch nicht kaputt, Mann. Nimm noch mal. Ah. Wie verreckt denn dadurch nicht? Hey, was ist das denn? War der epische Kampf hier gerade. So. Ja, verdammt, warum habe ich von Part 5 schon im Part Muda genannt? Doof. Das ist es wert. Auch wenn ich jetzt getroffen werde. Meine, was macht er da? Jetzt die ganze Zeit am Leuchten, Mann. Sehr schön. Jetzt die ganze Zeit so am Leuchten. Was macht er da? Ah, jetzt auch damit. Und jetzt der letzte. Das kommt schon, ich möchte dich anständig finishen. Komm mal her, dich. Und Schachmatt. Bams. Was ein geiles Bild. Ist extra nur für so eine Siegerpose da. Ah, sehr schön. Dampfwalze Referenzbild, sehr schön. Okay. Wie Dampfwalze gibt es extra so ein Konzeptbild. Oh Mann. Ah, sehr schön. Aber mal ein geiler Kampf. Schade, dass nicht der letzte Kampf im Projekt war. Ich könnte es ja machen. Nein. So, Part 3 abgeschlossen. Hat 2 Parts gedauert. Vierte Part wird wahrscheinlich auch 2 Parts dauern. Nehme ich mal an. Und dann, ja. Mal gucken. Obwohl, nicht reingucken, erstmal schon lang genug der Part. Wenn wir im Part hier und ich sage dann, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.